Unibet. Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhändler! Abgefälscht! Und die Scheibe im Tor! Aus dem Nichts! Wie schön war das gemacht! Unibet Hockey O'Clock. Endlich ist es soweit. Es ist der 25. Dezember. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Heiligabend liegt gerade hinter uns und das Ganze feiern wir hier bei Unibet Hockey O'Clock natürlich mit dem nächsten großen Spezial. Es war schon lange angekündigt. Es ist jetzt endlich Realität. Endlich die große Karriere-Rückschau, aber auch der Ausblick mit dem mittlerweile zum Trainer avancierten Craig, der mir gegenüber sitzt. Freue mich außerordentlich, dass ich die nächsten Stunden hier an dieser Stelle bei Unibet Hockey O'Clock mit Markus Peintner auf eine große und vor allem, und das Wort wird immer wiederkehren, unterschätzte Karriere zurückblicken darf. Aber erst einmal, Markus, sehr, sehr schön, dass du überhaupt die Zeit nimmst und die vielen, vielen Stunden mit mir antun wirst. Hallo Martin und danke für die Einladung. Markus, möchte für die Hörerinnen und Hörer erstmal ein klein wenig Struktur reinbringen. Es ist der 25. Dezember. Heute erscheinen die ersten beiden Folgen von insgesamt 6 an der Zahl. Am Neujahrstag des Jahres 2023 dann schon die nächsten beiden und dann am 8. Jänner 2023 die letzten beiden. Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wie wir das strukturieren können, wie man die Gesamtschau deiner Karriere, in der so vieles passiert ist, Gutes wie vielleicht weniger Gutes, auch in eine Struktur bringt, und habe mich dazu entschlossen, ein klein wenig auch mit deinen, ich nenne es mal, Identitäten zu spielen, aber auch mit den Orten, mit denen du assoziiert wirst. Du hast das Eishockeyspiel in Vorarlberg gelernt. Du bist danach nach im weitesten Sinne Ostösterreich ausgezogen, um es zu perfektionieren und zu dem Spieler zu avancieren, der du letztlich geworden bist. Du hast dir in Villach und Graz einen Namen gemacht. Du warst seit deiner Karriere fürs Nationalteam einer der Building Blocks und Cornerstones und letztlich bist du zum Trainer avanciert. Heißt, Teil 1 ist Markus Peintner, der Vorarlberger. Teil 2, und da werden wir dann auch bei Teil 2 darüber diskutieren, Markus Peintner, der Ostösterreicher, Teil 3, Markus Peintner, der Villacher, Teil 4, Markus Peintner, der Grazer, Teil 5, Markus Peintner, der Trainer, und Teil 6, wird dann Markus Peintner, der Österreicher sein, mit all dem, was du auch im Nationalteam geleistet hast. Wir haben sehr, sehr viel vor uns, aber wollen uns jetzt hier an dieser Stelle erst einmal Teil 1 widmen. Markus Peintner, der Vorarlberger, du bist in Vorarlberg aufgewachsen, du bist in Lustenau erstmals mit Eis auch in Kontakt gekommen, und ich stelle das allen oder hoffentlich auch den meisten, mit denen ich an dieser Stelle so lange ausführlich plaudern durfte. Und für all diejenigen, die auch zurückhören möchten, es gibt diese Spezialauskoppelungen von Unibet Hockey O'Clock zu natürlich Thomas Koch, zu Phil und Bobby Lucas, zu Reini Divis, auch zu Patrick Harant, die ist leider Gottes ein klein wenig versteckter, und gerade vor ein paar Wochen zu den beiden Geierbrüdern. Also ihr seht schon und hört schon, es sind die ganz großen Namen des österreichischen Eishockeys. Aber weil ich diese Frage gerade erst auch den Geierbrüdern stellen durfte, Markus, kannst du dich noch bewusst an deinen ersten Eiskontakt erinnern? Na, kann ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß zwar, wie ich zum Eis gekommen bin, aber die erste Berührung mit dem Eis bzw. mit der Eishalle, an das kann ich mich nicht erinnern. Was war aber der Grund, dass es irgendwann von etwas, wo dich vielleicht die Eltern hingeschickt haben oder wo man gedacht hat, okay, das ist vielleicht eine ganz, ganz gute Idee, um ihn überschüssige Energie abbauen zu lassen, schließlich dazu geführt hat, dass du dich bis zu einem gewissen Grad in den Eishockeysport verliebt hast? Du hast es ja schon gut angesprochen, überschüssige Energie. Ich war ein sehr aktives Kind, nicht immer ganz einfach für die Eltern. Und es hat irgendwie, so hat man es zumindest die Mama erzählt, es hat irgendwie bei mir keine Grenze gegeben. Und deswegen hat sie sich dann irgendwann einmal entschieden, okay, wir probieren es mit Eishockey, vielleicht kann er dort seine Energie abbauen. Und
Schlussendlich war das eine gute Entscheidung von meinen Eltern. Die waren wahrscheinlich froh. Die haben meine ganze Karriere miterlebt und von dem her, wie gesagt, war das eine gute Entscheidung und ist spontan passiert mit Eishockey. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob meine Eltern so viel mit Eishockey davor zu tun gehabt haben, aber glaube, das hat dann auch schlussendlich sehr gut gepasst und ja, ich kann auf eine schöne Zeit zurückblicken. Für all diejenigen, die vielleicht die Jubiläumsfolge von Unibet Hockey O'Clock noch nicht gehört haben, auch da hat Markus Peintner schon ein klein wenig Rede und Antwort gestanden. Viel spezieller war die Folge, aber weil deine Mama mit im Publikum war und sich das angehört hat, was wir da vor Linzer Publikum in der Linzer GEIS Arena auch zu palavern hatten. Und insofern war das sehr schön, auch nicht nur deine Mama kennenzulernen, sondern auch im Nachgang ein klein wenig mit ihr zu plaudern. Sie hat dann eben auch genau das berichtet, dass du so ein energiereiches Kind warst und dementsprechend der Eishockeysport dir gut getan hat, weil ich dich an die Erinnerung nach dem ersten Eiskontakt gefragt habe, was ist deine erste Erinnerung, die tatsächlich daherkommt, wenn es ums Thema Eishockey geht? Schwierige Frage. Ich glaube, ich kann, das wird mir ein bisschen schwer, weil ich mich nicht so gut daran erinnern kann, weil ich doch mit 3,5 Jahren schon angefangen habe zum Eishockey spielen. Ja, das ist doch sehr, sehr früh. Und da hat man nicht mehr so viele Kindheitserinnerungen. Für mich war einfach die ganze Zeit in Lustenau, wirklich, wo ich wahrscheinlich 5, 6, 7 Jahre alt war, wo ich bei der ersten Mannschaft zuschauen gegangen bin, wo ich die älteren Jugendmannschaften angeschaut habe, wo ich mir schon die ersten Vorbilder ausgesucht habe, die sehr greifbar waren. Also nicht Vorbilder, die in der NHL gespielt haben, wo man eigentlich recht wenig davon weiß, sondern Vorbilder, die vielleicht 2, 3, 4 Jahre älter waren, wo man wirklich was abschauen konnte, wie sie sich geben vor einem Spiel, im Training, wie sie sich in der Kabine geben. Von denen habe ich eigentlich sehr viel gelernt und an diese Sachen kann ich mich noch eher erinnern. Und vor allem, ja, glaube ich einfach die Zeit in der Eishalle, ob das Publikumslauf war oder wenn wir auf Turniere gefahren sind, die Menschen, die mich natürlich begleitet haben, an solche Sachen kann ich mich noch mehr erinnern. Es ist durchaus paradox, dass wir das Gespräch eigentlich im breitesten Vorarlberger Dialekt auch aufzeichnen könnten, aber auch was die Lokalitäten anbelangt, du sitzt mittlerweile in deiner Wahlheimat in Kärnten, meine Wenigkeit tatsächlich in Lustenau, der Ort, der auch deine Wenigkeit eishockeytechnisch hervorgebracht hat, wenn man so will, meine Wahlheimat in Vorarlberg. Wenn du den Eishockey-Standort Lustenau beschreiben müsstest, so als kleines Kind, wo du eben aktiv in die Rheinhalle auch zuschauen gegangen bist, wo du dir genau eben jene Stars dann angesehen hast und auch ausgesucht hast, die dann so vielleicht auch Idolen avanciert sind. Was war Lustenau damals für ein Eishockey-Standort? Lustenau, beziehungsweise eigentlich Vorarlberg, war eine sehr gute Adresse im Eishockey, im Nachwuchs-Eishockey. Also Lustenau ist natürlich klein und nicht zu vergleichen mit Traditionsvereinen wie Villach oder Klagenfurt oder auch Wien natürlich. Aber wir haben witzigerweise immer sehr gute Nachwuchsteams gehabt und haben meistens auch um den Meistertitel mitgespielt. Velke war dort das Gleiche, also wir haben dort sehr gute, harte Derbys gehabt, die sehr intensiv waren. Und Vorarlberg war überhaupt ein Standort, wo sehr viele gute junge Spieler rausgekommen sind. Das hat sich ein bisschen geändert. Aber wie gesagt, Lustenau und überhaupt Vorarlberg war eine sehr gute Adresse in Österreich. Es ist ja so, dass ich mich natürlich auch ein klein wenig mit Weggefährten versucht habe zu unterhalten und um auch ein Gefühl zu bekommen, was dich denn auszeichnet, was dich auch früh geprägt hat, was vielleicht so früh Eindrücke waren. Und einer der frühesten Weggefährten, der damals auch schon in Lustenau mit dir aufs Eis gegangen ist und auf dem Eis war, auch in einer Mannschaft war Jürgen Penker. Und den habe ich mal gebeten, so ein klein wenig zu schildern, wie es denn war, ganz zu Beginn der Eishockey-Karriere von Markus Peintner. Wir hören mal rein und plaudern dann ein klein wenig darüber. Hallo Martin, hallo Bente.
Ja, zum Mackie, so wie wir ihn früher nannten, möchte ich sagen, dass er war immer ein Teil von meinem Eishockey. Weil seit ich denken kann, seit ich die Schuhe angezogen habe, war die Familie Beintner, der Mackie als Mitspieler, er war zwar ein bisschen älter wie ich, er war mehr mit meinem älteren Bruder dann irgendwo in der Mannschaft, aber ich durfte auch immer wieder mit reinschnuppern und mittrainieren und auch mitspielen, war aber eher der kleine Anhängsel, sage ich einmal. Aber die Familie Beintner war immer ein Teil von Lustenau und von meinem Aufwachsen im Eishockey-Bereich. Ob es der Papa war, als Betreuer, jahrelanger Betreuer von mir und immer da gewesen, immer irgendwie ein Teil vom Lustenauer Eishockey. Und der Mackie war eigentlich auch so immer jemand, wo man ein bisschen hingeschaut hat, weil er eine sehr gute Einstellung gehabt hat für den Sport, sehr talentierter Eishockeyspieler war. Und er ist in das Thema möchte ich aufgreifen. Also er hat natürlich einen Riesenwandel gemacht von seinem Aussehen her, weil früher war er der mit Brille, Kurzhaarschnitt und immer, sage ich mal, gut angezogen. Und da hat sich natürlich in seinem Leben was verändert, wo er dann nach Linz gekommen ist. Und ich glaube, das ist ganz eine lustige Wandlung. Aber wie gesagt, auch jetzt noch, wenn ich als Trainer im Nationalteam mit ihm zusammenarbeiten habe dürfen, immer ein Mensch, wo ich sehr, sehr gerne rede und wo es immer wieder schön ist, zum Treffen und über Hockey oder über die Welt zu quatschen. Als Mitspieler ist er so ein Spieler, hat er sich entwickelt zu einem Spieler, wo, glaube ich, wenn er in deiner eigenen Mannschaft spielt, dann hat man gern. Aber wenn er in der gegnerischen Mannschaft war er ein Kretzen und einer, wo unter die Spielers Haut gegangen ist. Und na, da hätte ich mir ab und zu gewünscht, er wäre lieber nicht auf dem Eis gewesen. Aber es war seine Rolle, es war sein Weg, Eishockey zu spielen. Und wie vorhin gesagt, ich bin sehr froh, dass der Markus Beintner ein Teil von meinem Leben im Eishockey-Bereich ist. Und wie man das von Jürgen Benker kennt, ist da extrem viel drinnen, hat er auch dann den Bogen gespannt zur immer noch bestehenden Freundschaft, zum auch immer noch bestehenden Austausch auf höchstem Expertenniveau, muss man auch dazu sagen. Aber ich möchte es nochmal zum Beginn der Aussage und auch des Statements von ihm zurückdrehen, das Rad der Zeit, wo er nicht nur deiner Familie auch Tribut gezollt hat, die immer mit dabei war, auch dein Herr Papa, den kennt man noch von vor einigen Jahren, wie er auch beim Dornbirner Eishockey Club als Equipment Manager mitgeholfen hat. Da sind viele, viele Eishockey-Jahrzehnte letztlich auf den Buckeln deiner Eltern, und das darf man auch nie gering schätzen, wie viel Einsatz, wie viel Herzblut auch an dieser Stelle von den Eltern und auch mitunter Verwandten mit drinnen steckt. Aber etwas, auf das ich zuerst eingehen möchte, was Jürgen Benker gesagt hat, ist das Thema Talent. Und jetzt kann man Talent vielfältigst diskutieren und Reini Tivis sagt immer so schön, ja, Talent bringt dir irgendwann nichts mehr, weil es dann tatsächlich nur noch die harte Arbeit ist. Aber gab es so einen Moment, gab es so einen Augenblick, wo du dir gedacht hast, mir geht manches vielleicht leichter von der Eishockeyhand als anderen? Ich glaube, das habe ich schon sehr früh gemerkt. Ja, Talent ist immer so ein Wort, das man gern benutzt, wenn man einen Spieler beschreibt. Ja. Ich persönlich könnte es gar nicht richtig einschätzen, war ich jetzt wirklich so talentiert oder habe ich einfach viel mehr trainiert. Ich war viel öfters auf dem Eis, habe öfters Landhockey gespielt, ich war athletischer, weil ich in den Wald gegangen bin, weil ich klettern gegangen bin, weil ich Fußball gespielt habe und so weiter. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob es wirklich Talent war. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich
dass ich in meinem Alter und auch bei ein, zwei Jahre älteren schon eher vorne dabei war, dass ich überhaupt die Chance gekriegt habe, dass ich bei den Eltern mitspielen durfte. Das zeigt natürlich schon von einer gewissen Qualität. Wie gesagt, ob es Talent war oder einfach nur Fleiß, das tut mir schwer eigentlich zum Einschätzen. Ja. Aber ich glaube, schlussendlich braucht man sowieso beides. Ja. Also ganz talentfrei und Fleiß in Kombination, das ist immer noch sehr, sehr wenig, dass da eine lange Reise im Eishockey machst. Wahrscheinlich habe ich beides gehabt, aber schlussendlich, also wo es wirklich noch ins Profitum gegangen ist, beziehungsweise ab 12 Jahren, sage ich jetzt einmal, dort war der Fleiß und die Disziplin, die ich gehabt habe, schon der entscheidende Faktor, wieso ich überhaupt die Chance gekriegt habe, den Weg zu gehen. Was auf diesem Weg alles passieren musste, um dann auch auf diese große Karriere zurückblicken zu dürfen, das werden wir im Laufe der nächsten Wochen und auch der nächsten Stunden erörtern. Und gerade dieser Übergang vom letztlich Kind zum Teenager, zum Profi, wo sich dann irgendwann da dazwischen auch das Denken an, das Sorgen um Fleiß und Disziplin einstellt. Gab es irgend so einen Punkt oder woher kam Fleiß und Disziplin bei dir? Ist das klassisch etwas, das man den Eltern zuschreibt, oder ist das anderweitig indoktriniert worden? Eine gute Frage. Die Frage habe ich mir selber schon ein paar Mal gestellt. Bei mir war es so, dass die Eltern haben mir eigentlich null Druck gegeben. Also die haben wirklich gesagt, wenn ich keine Lust gehabt hätte auf ein Spiel oder auf ein Training oder auf ein Turnier, was auch immer, dann hätten sie das einfach so stehen lassen und wir hätten was anderes gemacht. Also bei mir war nie so, dass ich den Push von der Elternseite gekriegt habe. Was ich sehr wohl gekriegt habe von den Eltern, ist ein sehr positives Umfeld, die mich unterstützt haben. Und hinter jeder großen Karriere bin ich mir ganz, ganz sicher, steht da positives Umfeld, das geschaffen worden ist für diesen Spieler, für dieses Kind, ob jetzt von Trainerseite aus oder vor allem auch von Elternseite aus. Die Eltern haben mir sehr viel ermöglicht, die haben wirklich extrem viel Zeit verwendet, damit ich meine Ziele erreichen konnte, damit ich mein Hobby ausleben und erleben durfte. Von dem her, das Umfeld war extrem entscheidend, es war total stressfrei, es war sehr, sehr positiv und ich habe die 100%ige Unterstützung von den Eltern gehabt. Ohne das hätte ich diesen Weg sicherlich nicht gemacht. Also das braucht man, dass man im Hintergrund dieses Umfeld hat, die Eltern hat und natürlich auch die verschiedenen Coaches, die an dich glauben, die gute Arbeit machen und die auch mit sehr viel Herz und Leidenschaft bei der Sache sind. Zweiter spannender Aspekt, den Jürgen Benker auch erwähnt hat, war die Veränderung, nicht nur dann, was das Optische anbelangt, die dann wahrscheinlich auch ein klein wenig nach der Vorarlberger Zeit dann wirklich so erst in die Blütephase gekommen, sondern er hat auch deine Rolle angesprochen, die sich relativ rasch verändert hatte und der du aber auch treu geblieben bist. Und da werden wir auch von vielen anderen Wortspendern im Laufe der nächsten Stunden noch viel dazu hören. Ich fand es ganz witzig, dass Jürgen Penker auch das Wort Krätzen verwendet hat. Das war in Episode 100 von Unibet Hockey O'Clock schon aus dem Mund von Reini Divis zu hören und die Krätzen, auf die Gefahr, mich zu wiederholen, die wird noch ein paar Mal tatsächlich vorkommen. Wie kommt's zu so einer Rolleninterpretation? Suchst du oder hast du dir die Rolle gesucht oder hat die Rolle dich gefunden? Ja, ich glaube, eine große Qualität von mir, und das hat gar nicht so sehr mit Eishockey zu tun gehabt, war, dass ich mich selber einschätzen konnte, dass ich die Situation und die Mitspieler bzw. die Coaches sehr gut einschätzen konnte. Das heißt, ich habe genau gewusst, was der Trainer sucht, welche Plätze frei sind. Und ich habe mich schon als Spieler extrem gewandelt eigentlich. Ich war als Nachwuchsspieler eher ein Spieler mit sehr viel Potenzial, sage ich jetzt einmal, kann man natürlich Talent sagen, ja, und haben wir auf die spielerische Akzente eigentlich fokussiert. Irgendwann einmal mit 17 oder 18 habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben in Feldkirch.
Und dort hat es eigentlich diesen Spielertypen nicht gebraucht. Wir haben dort, glaube ich, 15 Ausländer gehabt, plus 3, 4, 5 Spieler, die etabliert waren, die sehr erfahren waren. Das heißt, für mich und meine Kreativität hat es einfach keinen Platz gegeben. Und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, wie könnte ich wertvoll für die Mannschaft sein. Und dann habe ich eigentlich diesen Spielertyp total geändert und bin vom spielerischen Weg gegangen und bin zum totalen Kämpfer geworden im ersten Jahr. Ich habe dort sehr wenig Einsätze gehabt in der ersten Liga beziehungsweise in der Profimannschaft. Ich wollte mich vor allem auf die Energie, die ich ins Spiel bringen kann, fokussieren und wollte dem Trainer einfach sagen, du, dieser Spot, eigentlich diese Position ist noch nicht vergeben vom Kämpfer, von der Kretzen. Ich würde das gerne einnehmen. Ich habe die Situation eingeschätzt und deswegen habe ich den Spielertyp da dort extrem verändert eigentlich. Das hat mir aber keiner gesagt, ich soll mehr checken, mehr Schüsse blockieren, härteren Backcheck machen, was auch immer, sondern auf diese Sachen bin ich eigentlich selber gekommen, weil ich die Situation einschätzen konnte. Und das ist etwas, was mir schon sehr geholfen hat. Ich war noch, wie gesagt, sehr lange Zeit nur die Kretzen. Je älter ich geworden bin, habe ich dann auch wieder die spielerischen Akzente und vor allem die Kreativität einbauen können in mein Spiel. Aber diese Einschätzung habe ich eigentlich nie verloren. Also auch wenn ich mit 3 Vereinen Meister geworden bin und vor allem auch in den vorderen Linien gespielt habe, gepunktet habe, habe ich genau gewusst, wenn ich ins Nationalteam komme, bin ich kein Powerplay-Spieler, dann fokussiere ich mich auf Energy-Player, ich konzentriere mich aufs Unterzahlspiel, auf Schüsse blockieren, auf vielleicht in der letzten Minute sind wir 1 oder 2 Tor vorne und wir müssen das einfach halten und defensiv stabil stehen. Da habe ich wirklich meine Rolle immer wieder geändert innerhalb von Tagen eigentlich, ja. Weil ich gewusst habe, im Verein braucht man mich im Powerplay. Im Nationalteam sind viel bessere Spieler, wie ich das war. Und deswegen habe ich die Rolle eigentlich eine andere Rolle angenommen. Weil du von ersten Idolen gesprochen hast, die man sich auch im Kindesalter, dann vielleicht auch in Lustenau, in der Rheinhalle so ein klein wenig angesehen hat, gab's Vorbilder oder zumindest Spieler, bei denen du den einen oder anderen Aspekt spannend fandest, den du dann auch versucht hast, in diesen frühen Rollenbild mit einzubeziehen? Ja, ich habe mir die Frage witzigerweise, entschuldige, haben wir gerade vor 2 oder 3 Tagen gestellt. Ich habe sehr früh, und das war wahrscheinlich wirklich ein großer Vorteil von mir, sehr früh Idole gehabt. Aber wie gesagt, das war nicht ein Jail-Spieler, so wie Wayne Gretzky oder Mark Messier oder Theo Fleury, wie auch immer, sondern ich habe mir bewusst Leute ausgesucht, die wirklich vielleicht gleich altrig waren oder vielleicht 2, 3 Jahre älter. Von dem das war nämlich für mich etwas Greifbares. Der NHL-Spieler ist nichts Greifbares, das ist nicht zum Anschauen, das ist eine coole Geschichte und natürlich habe ich dort auch meine Vorbilder gehabt, aber für mich war wichtig, dass ich in meinem Umfeld diese Vorbilder suche und ich habe in jungen Jahren schon, das war ein Markus Beischler, dann hat es in Lustenau gegeben, die Nussbaumer Zwillinge, die überragend waren, österreichweit, das waren wirklich Spieler, die 2, 3, 4 Jahre älter waren und die habe ich wirklich miterlebt, in meiner täglichen Arbeit in der Eishalle. Und von dem habe ich mir sehr viel abgeschaut. Nicht so sehr von den großen Idolen, sondern vor allem von Idolen, die in meinem Umfeld, in meiner Nähe waren. Und das war, glaube ich, schon ein sehr großer Vorteil von mir. Auch in späteren Jahren natürlich, man lernt sehr viel von den Coaches, die bringen da sehr viel bei. Aber vor allem von meinen Mitspielern habe ich mir, ich sage das so gern, ich habe jede kleinste Einzelheit, positive Einzelheit habe ich von meinen Mitspielern geklaut. Also alle guten Attribute und Eigenschaften, die ich gehabt habe, haben wir von irgendwo hergenommen. Und das war, glaube ich, schon in der Denkweise sehr interessant, wenn ich zurückdenke, weil ich rede da jetzt wirklich von einem 7-, 8-, 9-, 10-jährigen Kind, der sich schon sehr früh solche Gedanken macht. Das ist nicht bewusst passiert, man hat mir das nicht weiterzählt oder vorgeschlagen, sondern ich bin selber drauf gekommen, wieso, was eigentlich gar nicht. Aber das hat mir eigentlich sehr extrem weitergeholfen. Und dann lass uns doch gleich auch bei den Nussbaumer Zwillingen bleiben. Marc und Timo mit Namen, die ja dann auch lange noch in Lustenau für Furore gesorgt haben.
Was schaut man sich da ab? Wie blickt man da konkret auf deren Sachen und denkt sich, hoppla, das ist cool, das würde ich jetzt auch gerne umsetzen. Was fängt da deine Aufmerksamkeit ein? Oder fing deine Aufmerksamkeit ein? Ja, bei mir, da ist es vor allem um eisgespezifische Einzelheiten und Kleinigkeiten gegangen. Egal, wie sie zum Beispiel die Scheiben angenommen haben, wie sie eine Übung gestartet sind, wie sie sich aufwärmt haben vom Training, wie sie den Penalty geschossen haben, was sie Fakes gemacht haben. Also ich bin da sehr in jungen Jahren schon ins Detail gegangen und das hat mir extrem weitergeholfen. Ich habe natürlich, ich habe vorher schon gesagt, Lustenau war eine sehr gute Adresse. Das heißt, es hat sehr viele sehr talentierte Spieler gegeben. Wahrscheinlich viele, die talentierter waren wie ich, bin mir sicher. Und von denen konnte man sehr viel abschauen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, bei mir ist eigentlich um jedes kleinste Detail gegangen. Das hat mich interessiert. Ich bin einfach immer wieder in die Rolle des Beobachters gekommen, wenn ich Spiele angeschaut, wenn ich die Trainings angeschaut habe. Und das war sehr hilfreich für meine Karriere. Wie wichtig war es, und das sieht man ja auch bei den NHL-Stars der aktuellen Prägung, wie Marco Rossi und dann auch bald Marco Kasper, die das auch vorher exerziert haben, die schon als kleine Buben auch immer in höheren Leistungsstufen auch mitgespielt haben. Und auch du hast angesprochen, dass du immer wieder bei höheren Altersklassen nicht nur mittrainieren durftest, sondern auch mitspielen durftest und vor allem mithalten konntest. Wie wichtig war das für dich zu sehen? Du bist einem Eishockey-Alter vielleicht ein, zwei Jahre voraus. Früher war das, glaube ich, noch ein bisschen anders, weil es allgemein die Quantität in einem Verein nicht gegeben hat. Das heißt, da ist nicht nur darum gegangen, ich als Spieler bin gut und wichtig und deswegen darf ich aufspielen, sondern oft haben die älteren Spieler gebraucht. Das war natürlich ein Vorteil. Heutzutage ist die Quantität schon viel höher. Wenn ich jetzt den jetzigen Verein von mir anschaue, den KC, wir haben sehr viele Kinder, die alle ihre Eiszeiten brauchen, die ihre Chancen brauchen. Und dann ist es schon ein bisschen schwieriger, dass man junge Spieler aufzieht. Ja. Für mich war es trotzdem ein Vorteil, in diesen Klassen zu spielen, weil ich auf der anderen Seite von den Mitspielern sehr viel gelernt habe. Wahrscheinlich ist es auch für Selbstvertrauen sehr gut gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann auch bei den körperlich Stärkeren, die schon viel weiter sind, wie trotzdem mithalten und manchmal trotzdem entscheidende Akzente setzen. Das war ein Vorteil. Und vor allem habe ich auch nachher die Unterstützung von einem gewissen Trainern gehabt. Wenn ich so zurückdenke, und man kriegt ja oft die Frage gestellt, Trainer, die einen beeindruckt haben, Trainer, die einem weitergeholfen haben. Und meine Liste ist ewig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir hat es schon ganz jung angefangen. Ich habe dort einfach immer das Glück gehabt, sehr gute Trainer zu haben und genießen zu dürfen. Ja, es hat wirklich in ganz jungen Jahren angefangen, bis hin zu der ersten Mannschaft, wo ich mit 15 Jahren schon in Lustenau in die erste gezogen worden bin. Ohne diese Unterstützung von diesen Coaches und das Vertrauen von denen hätte mein Weg wahrscheinlich auch anders ausgeschaut. Aber die Trainer waren schon auch ein entscheidender Faktor für mich, dass ich die Entwicklung so nehmen dürfte. Wie ist das mit 15 Jahren? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Du hast auch schon gesagt, die Quantität ist auch auf diesem Level mittlerweile klein weniger andere, zumindest an bestimmten Eishockey-Standorten. Als 15-Jähriger auf einmal in der Kampfmannschaft zu stehen, wo man nicht einmal ein Jahrzehnt vorher das Ganze noch von der Tribüne aus verfolgt hat. Wie muss man sich das vorstellen? Ich muss mir kurz überlegen, wie das so war zu Beginn. Aber es war natürlich schon eine andere Zeit, natürlich die Hierarchie in den Teams, in den Mannschaften ist schon viel extremer ausgelebt worden. Also als junger Spieler, wenn du aufgekommen bist, war das nicht immer eine einfache Zeit. Da hat man dir wirklich wissen lassen, dass ich mich hinten anstellen muss, dass ich gewisse Regeln einhalten muss, was eh klar ist. Aber es war nicht ganz einfach zu Beginn. Mein Vorteil war natürlich, dass ich sehr schnell gepunktet habe, dass ich produktiv war in den Spielen
Und dann hat man mich recht schnell akzeptiert und ich bin ein Teil der Mannschaft geworden. Auch dort war eigentlich so, und ich habe vorher über die Rollen geredet und über die Einschätzung. Ich habe in dem Fall noch U18 und U20 gespielt beim RC Lustenau und zusätzlich bei der ersten Mannschaft. Und in der U18 und U20 war ich, Captain war es jetzt gar nicht, aber ein Spieler, der schon die Ordnung ins Spiel reingebracht hat und über den sehr viel gelaufen ist. Und sowohl ich bei der ersten Mannschaft war, war ich in der dritten Linie und das war die Checking Line. Und in der Checking Line habe ich genau gewusst, was meine Rolle ist. Ich habe dort sehr, sehr gute Mitspieler gehabt, die auch mit weniger Eiszeit haben sie extrem viel Energie ins Spiel gebracht und das hat mich eigentlich sehr, sehr beeindruckt. Das war der Martin Resnjak, der war damals noch mein Center und da war einfach jedes Training war etwas Besonderes, weil er einfach immer wieder gesagt hat, wir sind für die Energie da, wir sind die Energy Line und die Mannschaft muss uns spielen, auch wenn wir weniger spielen, auch wenn wir nicht so gut sind wie die anderen. Und von ihm zum Beispiel auch habe ich da sehr viel gelernt. Aber vor allem ist da um die Rolle gegangen, ja. Am Samstag habe ich in der U20 erste Linie Powerplay gespielt. Am Sonntag bei der ersten Mannschaft war ich Checking Line und fertig. Das war meine Rolle. Und dort habe ich eigentlich sehr gut switchen können. Im zweiten Jahr in der ersten Mannschaft war es dann schon anders. Dort habe ich in den Top-Linien gespielt, auch mit Legenden, so wie am Sigi Haberl zum Beispiel. Und das hat man natürlich auch sehr weitergebracht, mit solchen erfahrenen Spielern, routinierten Spielern zusammenzuspielen. Und was für eine Legende Sigi Haberl auch tatsächlich ist, das kann der eine oder die andere von euch da draußen auch mal erfahren. Wenn es mal den Gang in die Rheinhalle gibt, gerade jetzt auch rund um die Weihnachtszeit, bietet sich das natürlich immer an, wenn man vielleicht zu Hause in Vorarlberg-Wald oder im benachbarten Grenzbundesland oder dergleichen, oder sie einfach mal einen schönen Eishockey-Trip machen möchte, in jedem Fall empfängt einen das Jersey von Sigi Haberl an der Hallendecke der Rheinhalle. Du hast in Vorarlberg für Furore gesorgt, du hast dir sehr früh deinen Weg geebnet und du hast auch sehr früh Eindrücke hinterlassen bei Mitspielern und damals auch noch Gegenspielern. Und einer dieser Gegenspieler, der hat sich an den Erstkontakt mit dir erinnert. Es ist natürlich niemand geringerer als Robert Bobby Lukas. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Und hoffentlich ist dieses Lächeln auf deinen Lippen auch nach der Wortmeldung noch mit drauf. Bin mir relativ sicher. Bobby Lukas über den ersten Kontakt mit Markus Peintner. Markus Mackie Peintner. Der Erstkontakt war, so viel ich weiß, bei der Miniknabenmeisterschaft damals in Lustenau mit Wartstadt-Lau. Ich glaube, wir haben damals 3-2 gewonnen. Ganz eine knappe Geschichte. Aber damals hat sich schon rauskristallisiert. Der Mackie Peintner ist ein richtiger Rotzpippen. Es hat da die zwei Mackies gegeben, in Markus Beischler und in Markus Peintner. Und die zwei waren so richtig unangenehme Gegenspieler. Es hat sich dann durch die Jahre durchgezogen. Im Nachwuchs sind wir immer wieder aufeinander getroffen. Und ich glaube nicht, dass wir zu der Zeit die besten Freunde gewesen wären. Aber wie es so ist im Leben, man wird älter. Und der nächste Kontakt mit Peintz war dann in Feldkirch. Und da hat man in Markus zum ersten Mal so als Mitspieler ein bisschen kennenlernen dürfen und was sehr, sehr auffällig war, aber sehr, sehr energiegeladener Bursche. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist seine positive Einstellung und zwar in jeder Situation. Sowas war nicht was, was ich so sehr gekannt habe. Ich bin eher so ein bisschen der grimmige Typ. Und der Peintz war eigentlich in jeder Situation sehr, sehr positiv. Und das ist ja manchmal für Leute wie mich ja fast schon befremdlich. Hat er dann doch ein Lächeln abgenötigt, besonders beim Wort Rotzpippen. Jetzt hat man die Krätzen, die Rotzpippen. Jetzt darfst natürlich auch du entgegnen und dich an deine erste Begegnung mit Bobby Lukas erinnern. Ist da, was mich bei ihm so fasziniert, der weiß sogar,
oder glaubt sogar das Ergebnis von damals zu wissen. Kann man vorstellen, dass er das wahrscheinlich noch irgendwo notiert hatte. Kleine Randnotiz, als ich vor über 2 Jahren mit Robert Lukas viele, viele Stunden über sein Eishockey-Leben plaudern durfte, ist er mit 3 Ordnern daher marschiert, in denen alles drinnen war, was sein Eishockey-Leben ausmacht. Eigentlich müsste er 15 Ordner bringen, damit alles drinnen ist, was sein Eishockey-Leben ausmacht. Aber die wichtigsten 3 hat er zumindest mitgebracht. Also verwundert es auch nicht, dass er tatsächlich so viel noch weiß. Sein Erstkontakt mit dir, Rotzpiepen, deiner mit ihm? Der ist erst viel später gekommen. Also der bewusste halt, wohlgemerkt. Ja, ich komme noch erinnern an das Turnier, das Meisterschaftsturnier oder das Finalturnier in Lustenau, wo wir sehr hohe Ziele gehabt haben, wo aber, ich glaube sogar Stadlau ist Meister geworden mit den Lukas-Brüdern. Bewusst habe ich den Robert sehr früh schon wahrgenommen als Gegenspieler, vor allem noch aber später im U20-Nationalteam. Ich bin dort als ganz junger Spieler dazugekommen, als 15-Jähriger und habe dort reinschnuppern dürfen. Und der Robert Lukas war damals schon Spieler der ersten Mannschaft. Und das war ganz was Besonderes, dass er dann auch wirklich mit so einem in einer kleinen Mannschaft spielen durfte. Und der Robert und auch der Philipp waren auch Spieler, die zu meinen Vorbildern gehört haben. Da ist wieder darum gegangen, ich habe mir greifbare Vorbilder gesucht und die habe ich natürlich sehr intensiv kennengelernt und miterlebt, weil ich noch einmal mit ihnen in einer kleinen Mannschaft gespielt habe. Aber das erste Kennenlernen, glaube ich, war wirklich bei einem Turnier in der italienischen Schweiz, wo wir mit dem U20-Nationalteam ein Turnier gespielt haben, wo er später dazugekommen ist und das Ganze, wie er sich vorbereitet hat auf das Spiel, er hat dort schon mentales Training gemacht, er hat Augenübungen gemacht, er war viel weiter wie alle anderen, viel ehrgeiziger wie alle anderen. Und mein Motto war eigentlich, und das kommt ein bisschen von ihm, er hat mir es zwar nicht gesagt, aber ich habe das von ihm gelernt, ich will, egal in was für eine Mannschaft ich spiele, ich will in die Kabine schauen, erstens von den Mitspielern lernen und vor allem will ich der härteste Arbeiter sein. Und wenn einer auf dem Eis bleibt noch im Training und 100 Schüsse macht, will ich 101 Schüsse und einen Schuss machen. Wenn einer länger im Kraftraum ist und 10 Kniebeugen macht, will ich 11 Kniebeugen machen. Das habe ich eigentlich dort schon von Bob gelernt. Schwierig war dann immer, wenn der Bob in einer kleinen Mannschaft war, weil den Bob schlagst du dort nicht. Weil wenn der Bob sieht, dass ich 11 Liegestütze mache, dann macht er 12 und dann mache ich 13 und irgendwann ist er mal aus. Und da hat er viel zu starke Ausdauer, damit er dort mithalten kann. Aber das habe ich vom Bob mitgenommen und das erste wirklich kennenlernen, wie ich gesagt habe, beim Nationalteam, das war eher ein Wow-Moment. So, jetzt sitze ich mit ihm am gleichen Tisch, ich schaue zu, was er isst, wie er isst. Ich war einfach wie ein super Fan und habe dort eigentlich sehr viel von ihm lernen können. Markus Peintner, die Rotzpiepen, Markus Peintner, die Krätzen, aber vor allem in diesem Teil Markus Peintner, der Vorarlberger. Es gibt noch viele, viele Aspekte, über die wir sprechen werden, was deine Eishockey und nicht nur die als Sozialisation in Vorarlberg anbelangt. Wir machen eine ganz kurze Pause hier bei Unibet Hockey Clock und sind dann gleich wieder zurück mit der großen Karriere-Rückschau von und mit Markus Peintner. Unibet Hockey Clock. Dir gefällt Unibet Hockey O'Clock? Dir geht es damit wie über 27.000 Menschen, die Unibet Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf mit, um langformatigen Eishockey-Talk über die Eishockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an unibethockeyoclock@gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Unibet Hockey O'Clock. Eishockey Talk im Langformat und mit Tiefgang. Unibet Hockey O'Clock. Zurück bei Unibet Hockey O'Clock, zurück mit Markus Peintner, der im ersten Teil über seine Vorarlberger Herkunft spricht, aber auch über das Eishockey-Lernen in Vorarlberg. Und Markus, wir haben gerade ein klein wenig von Robert Lukas vor der Werbeunterbrechung gehört.
wo er sein erstes Treffen mit dir Revue passieren hat lassen, wo er auch gesagt hat, Markus, Mackie Pinton, und ich weiß, du bist kein ganz großer Fan davon, dass ich so sehr die First Name Basis auch immer wieder bemühe von Markus. Auch Jürgen Penker hat den Mackie schon ins Spiel gebracht, aber für die allermeisten ist es der Pint 2. Und wann ist, soweit du dich erinnern kannst, aus Markus Mackie geworden und aus Mackie Pints? Ich glaube, das ist eher von den Ausländern, von den kanadischen Mitspielern gekommen. Ich glaube, das hat mit meiner ersten Profistation in Felke zum Turn gehabt, wo dieser Name eigentlich entstanden ist. Davor hat es wirklich immer Mackie gegeben. Die Vorarlberger sagen das immer noch. In Rest Österreich gibt's, glaube ich, nur ein oder zwei Leute, die Mackie sagen. Das ist das zum einen der Alexander Melitzer. Der verwendet dieses Wort, diesen Nickname immer noch, weil er mich schon von klein auf kennt. Ja, den zweiten, der fällt mir jetzt, glaube ich, gar nicht ein, aber die meisten kennen mich nur unter Bands oder Bandy. Ich glaube, das hat wirklich mit 17 oder 18 Jahren angefangen und das ist eher von den ausländischen Spielern ausgegangen. Eine Sache, auf die ich noch mich ein klein wenig beziehen möchte, die Robert Lukas auch erwähnt hat, im Gegensatz zu ihm, den man vielleicht schneller mal für grimmiger halten kann, aber wenn man mal durchdringt und merkt, was für ein unfassbar toller Mensch das ist, und wie gesagt, das kann man auch hier bei Unibet Hockey O'Clock nachhören, dann hat man schon viel erreicht. Aber im Gegensatz zu ihm hat er deine extreme Positivität auch angesprochen, deine positive Einstellung. War das tatsächlich so? Oder ist es bei Robert so, wenn man bei unter Null startet, dann ist einem relativ schnell mal warm? Das ist gut möglich, ja. Ich finde es sehr interessant, wie der Bob mich beschrieben hat, in jungen Jahren vor allem. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass ich in jungen Jahren auch schon eine Kretzen war. Das ist mir eigentlich auf dem Eis überhaupt nicht aufgefallen. Es ist mir auch nicht aufgefallen, dass ich überaus positiv war. Das habe ich eigentlich nicht gewusst. Das sind Informationen, die eher neu sind für mich. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich bin so wie alle anderen Kids halt zu der Zeit waren. Von dem her ist Neuland für mich, wenn er solche Sachen erzählt. Aber auch zur jetzigen Zeit ist das natürlich schon auch eine Eigenschaft, diese positive Stimmung, die mir weiterhilft, die mir in meiner Karriere sehr weitergeholfen hat. Und nicht nur das, sondern auch zum Beispiel nie zufrieden sein, also immer nach vorne zu denken, schon im Hier und Jetzt leben. Aber bei mir ist meistens so gewesen, wenn ich was Gutes erlebt habe, habe ich es abgehackelt, Ziel erreicht und jetzt gehen wir weiter. Auch das sind wahrscheinlich Sachen, die ich vom Bob gelernt habe. Dort habe ich mir einfach mein persönliches Umfeld geschaffen mit Idolen, mit Spielern, die ein bisschen älter waren wie, von denen ich sehr viel gelernt habe. Es war natürlich ein Vorteil für mich und für meine ganze Karriere. Jetzt dürfen sich Hörerinnen und Hörer natürlich auch gerne selbst ein Bild machen, so du es denn zulässt. Also gerade wenn wir die Fremdwahrnehmung eines Robert Lukas haben, die sich vielleicht nicht unbedingt mit deiner Eigenwahrnehmung zu dieser Zeit deckt, wie hättest du dich als Eishockeyspielender Teenager, der nach Großem strebt, gesehen oder beschrieben? Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierige Frage, finde ich. Ich habe das eh vorher schon angesprochen. Ich glaube schon, dass ich zu den Besseren gehört habe in meinem Jahrgang in Lustenau und auch österreichweit. Nachdem es früher sehr, sehr schnell schon Auswahlmannschaften und Nationalteams gegeben hat, auch als 12-, 13-, 14-Jähriger, hat man sie natürlich vergleichen können mit Restösterreich. Und da habe ich dann schon sehr schnell einschätzen können, dass ich zu den Besseren gehöre. Von diesem Standpunkt, von dieser Position aus bis zum Profi ist natürlich ein sehr, sehr langer Weg. Da kommen sehr viele Sachen dazu. In den gewissen Nationalteams, in denen ich gespielt habe oder spielen durfte, hat es, muss ich ganz ehrlich sagen, und da will ich gar nicht bescheiden sein, sondern sehr viele Spieler geben, die klar besser waren wie ich. Die waren größer, die waren stärker, die waren schneller, der andere war talentierter, der andere hat einen besseren Schuss gehabt. Also es hat sehr viele Spieler gegeben, die talentierter waren. Ob es härtere Arbeiter gegeben hat, das weiß ich nicht. Also dort habe ich zumindest zu den Top 3, Top 4 immer in meiner Mannschaft gehört. Und das war wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg.
dass ich diese harte Arbeit, und zwar in der täglichen Arbeit, nicht nur einmal hart arbeiten oder einmal im Monat oder in dem Spiel habe ich extrem viel gearbeitet, sondern für mich war einfach wichtig, dass ich in jeden Tag reingehe und mir selber sage, ich will am heutigen Tag irgendwas Gutes machen und ich will mich verbessern, egal was es war. Und so habe ich eigentlich auch die Schule gut überstanden. Also ich war nicht nur im Eishockey so, sondern auch in der Schule. Ich wollte bewusst bessere Noten haben, ich wollte positiv auffallen, ich wollte jeden Tag etwas Positives machen, beziehungsweise etwas machen, das mich weiterbringt im Leben. Du hast einen Aspekt angesprochen, über den wir noch gar nicht geredet haben, nämlich, dass es sehr früh auch schon Nationalteam-Nominierungen gab, dass du die sehr früh mit den mutmaßlich Besten des Landes auch messen konntest. Wie war das damals, als vielleicht die erste Nationalteam-Nominierung ins Haus geflattert ist? War das noch per Brief? Gab's da den Anruf? Gibt's da eine Erinnerung daran? Früher hat man keine E-Mails gekriegt, man hat keinen Brief gekriegt, sondern das ist einfach die Einladung an den Verein gegangen und der Trainer hat dann auch die gewissen Spieler hergeholt und ihnen mitgeteilt, dass sie im Nationalteam sind. Da ist Treffpunkt, da müssen wir in Zell am See sein, da sind wir bei dem Turnier, wo auch immer. Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Wir sind dann immer mit dem Zug zum Nationalteam gefahren und das hat, wie gesagt, schon sehr früh angefangen. Also ich glaube, mit 12 Jahren hat es schon diese Auswahlmannschaften gegeben, wo wir dann auch zu Turnieren nach Kanada geflogen sind, nach Quebec. Und das waren natürlich extrem schöne Erinnerungen. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich im Nationalteam in jungen Jahren meine Leistungen nie so erbringen konnte. Ich habe zwar trotzdem viel Eiszeit gekriegt, aber für mich war das dieses Umfeld in der Mannschaft, dieser Wohlfühlcharakter, diese Vertrautheit mit den Mitspielern extrem wichtig. Und nachdem ich im Nationalteam die Spieler nicht gekannt habe, habe ich mir doch sehr schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Spielen und auch bei diesen Trainingscamps. Nachdem ich sehr viele Jahre dabei war, natürlich, habe ich mich daran gewöhnt und ich habe mich akklimatisiert. Aber zu Beginn war das für mich schon eher mehr Nervosität wie Freude. Und trotzdem verbindet jemand seine erste Erinnerung an dich mit dem Nationalteam. Hab's mir natürlich auch nicht nehmen lassen, Greg Holst ein wenig zu fragen, woran er sich denn besonders gerne erinnert, woran er sich denn vielleicht auch, was Markus Peintner anbelangt, besonders früh erinnert. Und das hat natürlich mit dem Nationalteam zu tun. Greg Holst hat mir Folgendes zukommen lassen, wo wir kurz reinhören und dann darüber plaudern. When I first met Markus Peintner, I was coaching the U18 Austrian national team. We had a few tournaments and I was evaluating all the players. And when we did get into the Zagreb World Championships, I think it was the C pool then, Markus had this passion for the game. And he could kill penalties, he could play power play. He kind of understood how to play the game. So anyway, in that tournament, Letland was the favorite. And Peintner and Melitzer both had casts on their hands. And I have a picture of that that I'll always keep. And the game-winning goal was these two guys. I think Markus made a pass to Melitzer or vice versa. But I know these two guys had casts on their hand and they got the winning goal as we upset Letland. So that was a pretty special moment. So you could see his determination and his passion for the game. Du hast gesagt, das Nationalteam war vielleicht am Anfang mehr mit Nervosität als mit dann auch Wohlgefallen verbunden. Und dann gibt's dieses Erlebnis unter Greg Holst, der schon darauf Bezug genommen hat, man befindet sich in der C-Gruppe bei den U18-Weltmeisterschaften der Saison 97-98. Und dann geht's auf einmal nach oben, auch angeführt von dir und Alex Melitzer. Aber erstmal zurück, war das da schon der Fall, dass das Nationalteam und die Leute besser kennen für
etwas größeren Wohlfühlfaktor gesorgt hat, oder war auch dieses Turnier noch durchaus mit Nervosität deinerseits behaftet? Na, das hat er noch schon sehr mit der Freude am Nationalteam zu tun gehabt. Da habe ich die Spieler schon jahrelang gekonnt. Ich war dort, das war auch mein Jahrgang, also ich habe oft drüber gespielt, beziehungsweise mit 3-4 Jahren Älteren im Nationalteam, da habe ich ein bisschen schwerer getan. Das war mein Jahrgang, der 80er-Jahrgang. Und von dem her habe ich alle gekonnt und ich war dort schon, ich sage jetzt mal, ein Führungsspieler, ein Leader in dieser Mannschaft. Dort habe ich mich schon wohler gefühlt. Wenn ich so zurückdenke, das hätte eigentlich fast nie passieren dürfen können, weil ich habe mir 2 oder 3 Wochen vor diesem Turnier habe ich mir den Daumen gebrochen, 2-mal gebrochen. Ich habe bei der ersten Mannschaft einen Stockschlag gekriegt im Spiel gegen, glaube ich, D. Kaschilanda. Und das war eigentlich für mich, im ersten Gedanken war das U18-Nationalteam erledigt, weil einfach die Zeit nicht ausgereicht hat bis zu dem Turnier. Und da komme ich wieder zurück zu der Unterstützung von meinen Eltern, vom positiven Umfeld. Meine Mama weiß ich noch ganz genau, die hat gesagt, nein, da geht man nicht auf, da besteht noch eine winzige Chance, dass wir das schaffen. Die Zeit drängt, die Zeit ist wahrscheinlich zu wenig, aber vielleicht dieses 1%, das nützen wir aus. Und sie hat sich gleich dran gemacht, Handspezialisten anzurufen, anzuschreiben. Wir haben an und für sich gar keine Zeit gehabt. Die Mama war aber sehr, sehr lästig und auch die Mama hat einfach mein Ziel, die U18-Weltmeisterschaft, im Auge gehabt und die hat dann auch einen Weg gefunden, dass wir beim Dr. Schenk einen Termin bekommen haben, wo später dann auch sehr viele ganz bekannte Sportler und glaube ich, sehr viele Skifahrer sich operieren lassen haben bei ihm. Ich glaube, immer noch. Immer noch, ja, weiß ich gar nicht. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, dass ich in 2,5 Wochen fit geworden bin, beziehungsweise ich war gar nicht auf dem Eis, ich bin zum Camp gefahren und war 2,5 Wochen nicht auf dem Eis. Ich habe eine Schiene oben gehabt. Durch die Schiene habe ich natürlich das Gefühl in meinen Fingern nicht gehabt, jetzt habe ich eigentlich meinen Schuss ändern müssen, weil ich gewisse Finger nicht benutzen konnte. Und da ist natürlich sehr viel dazugekommen, schlussendlich. Und wenn man so zurückschaut, ist sehr viel Glück wahrscheinlich auch dabei gewesen, dass es sich zeitlich überhaupt ausgegangen ist. Aber schön eigentlich, wenn man zurückdenkt, was wir als Familie alles auf uns genommen haben, damit ich meine Ziele erreichen konnte. Dieser Game Winner gegen Lettland, ist der dir auch noch so prominent präsent wie bei Greg Holst? Ja, ganz genau. Weiß ich ganz genau. Das ganze Turnier weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Wir haben noch, weiß ich noch, jetzt habe ich gestern witzigerweise mit dem René Wild, das ist unser U15-Coach beim KC, der war damals auch im Nationalteam. Und wir haben im Halbfinale gegen Slowenien gespielt und die Slowenen, wir waren dabei 5-2 vorne und die Slowenen haben dann noch so eine Massenschlägerei angefangen. Für uns war das natürlich ganz schlecht, weil wir am nächsten Tag das Finale gespielt haben. Und dort war der René Wild eben auch dabei, auf dem sind leider es war Slowenen gesessen und haben auf ihn eingedroschen. Trotzdem hat er einen Weg gefunden mit einem größeren Helm am nächsten Tag, weil sein Helm hat ihm nicht mehr gepasst, weil alles blau war und rot und voll Blut. Ganz interessante Geschichte, habe ich wirklich vor kurzem mit ihm geredet. Und im Finale ist dann alles schon für uns gelaufen. Lettland war der Favorit, das war die bessere Mannschaft, die haben viel mehr Talent gehabt. Die waren auch körperlich viel größer wie wir. Aber wir haben einen Weg gefunden, das war wirklich witzig. Der Melle, der Alexander Melitzer, hat mir dort den Aufbaupass gegeben und ich bin im Breakaway runtergefahren und habe die Augen zugemacht und habe geschossen. Und schlussendlich war das eine super, super Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil keiner wirklich an uns geglaubt hat. Wir haben aber total coole Truppen gehabt. Ist natürlich schon sehr beeinflusst worden von Greg Holst, weil dieser Team Spirit für ihn extrem wichtig war. Bevor er auf Taktik eingegangen ist, auf gewisse Trainingsinhalte, hat der klar gemacht, es gibt gewisse Regeln, die brauchen wir innerhalb eines Teams. Und wenn einer sich nicht dran hält, dann wird es größere Probleme geben. Und unser Team, beziehungsweise unser Team Spirit ist größer als wie alles andere, was wir in den nächsten 1,5-2 Wochen trainieren werden. Und er hat es sehr gefördert und so sind wir zu einem unglaublichen Team zusammengewachsen. Und es klingt zwar jetzt schlimm, CWM,
weil das kann man sich heutzutage fast gar nicht mehr vorstellen. Aber Lettland war dort einfach eine absolute Top-Nation und die waren da auch in der CWM und das war ganz schwierig zum Aufsteigen und wir haben einen Weg gefunden und war wirklich, wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Und vor allem eine Mannschaft mit dem Who is Who gespickt gewesen des damaligen österreichischen Jugend-Eishockeys und dann auch Figuren, die die Liga und auch das internationale Eishockey auf Jahrzehnte hinaus prägen sollten, für die zu Hause auch die etwas älteren Semester, da sind dann klingende Namen dabei, wie Bernie Bock, wie Chris Haran, Phil Lakos, wie eben Alexander Melitzer, Thomas Pöck. Und genauso in der Offensive Roland Kaspitz, Dave Schuller, Andy Judex, Gregor Hager, also Personen, die wir die letzten ja doch 2,5 Jahrzehnte auch noch im hiesigen Eishockey erleben durften, genauso wie Greg Holston, weil diese Folge der Auftakt ist in eine lange Serie, ist es natürlich auch sehr häufig mit Erstkontakten verbunden. Jetzt hat Greg Holston so seine erste ganz lebendige Erinnerungen schildern dürfen. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit ihm erinnern? Jetzt wissen wir, Greg Holtz, das ist eine vereinnahmende Eishockey-Urgewalt. Wie ging es dir, ihm zum ersten Mal gegenüberzustehen? Ja, als Trainer hat man schon sehr viel Respekt vor ihm gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat einen ganz anderen Spirit ins Team gebracht. Vom Coaching her haben wir zu dem Zeitpunkt noch nie sowas erlebt, sowas Professionelles, wie der Greg Holst war. Ich habe ihn aber schon Jahre zuvor das erste Mal kennengelernt. Er kann sich natürlich nicht erinnern, der Thomas Eiske-Schule gehabt in Innsbruck und er hat damals noch bei Innsbruck gespielt und war absolute Legende und absoluter Topspieler in der österreichischen Liga. Und er hat dort in der Eiske-Schule mitgeholfen. Ich glaube, dort war ich wirklich 10 oder 11 Jahre alt. Das war mein Erstkontakt mit dem Greg Holst. Aber als Coach und als Mensch habe ich ihn dort das erste Mal beim U18-Nationalteam kennengelernt und da haben wir von Anfang an gewusst, okay, da weht ein anderer Wind. Da geht es jetzt richtig ab. Da reden wir wirklich von Disziplin, Team Spirit, wir reden von harter Arbeit. Es gibt kein Training, wo wir mit 90% absolvieren, sondern wir wollen in jedem Tag besser werden. Und das war schon Profitum für uns. Wir waren ja trotzdem Kinder mit 16, 17 Jahren, aber das war wirklich der erste Schritt, wo wir gewusst haben, okay, so schaut's aus bei den Big Boys, bei den Großen, bei den Profis. Dort wollen wir hin und er hat uns da einen Weg geschaffen, dass wir uns da besser vorbereiten können auf unseren weiteren Weg. Gab es auch mal so einen Punkt und wir reden dann doch von Teenagern und wir reden dann doch von Pubertierenden und wir reden dann doch von Gruppendynamiken, wo man auch mal versucht hat, so Grenzen auszuloten, wie weit man bei ihm als Coach gehen kann oder vielleicht auch bei jemand anderem? Ich persönlich war nicht der Typ dafür. Also ich war dort eher der ängstliche, schüchterne Typ. Bei mir ist nie in Frage gekommen, dass ich irgendwie ans Limit gehe oder dass ich ausprobiere, wie weit kann ich gehen. Es hat andere Spieler gegeben, die das schon versucht haben, die haben aber eher verloren. Ja. Also der Holste hat dort klare Regeln gehabt, das haben alle gewusst. Und er hat auch keine Angst gehabt vor großen Namen, was auch immer das heißt, bei 16-, 17-Jährigen, auch vor den Topspielern hat er keine Angst gehabt. Und wenn das der Beste war und der hat sich nicht an die Regeln gehalten, der war egoistisch oder hat nicht dieses Team-First-Denken gehabt, dann ist er selektiert worden oder aussortiert worden. Und das haben wir alle gewusst, dass man sich an die Regeln halten muss. Und das hat uns auch extrem weitergeholfen, auch als Lebensschule. Ja, da geht's ja nicht nur ums Eishockey, sondern wenn du innerhalb eines Teams bestehen willst und wenn du das Team weiterbringen willst, dann braucht's gewisse Strukturen und Regeln, die hat uns der Holst gegeben und das haben sie alle, beziehungsweise die meisten dran gehalten und das war ein Grund, wieso wir erfolgreich waren. Jetzt erinnert er sich gerne an dieses eine Tor. Du hast auch schon geschildert, wie es dazu kam. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass du mit einem Tor Österreich eine Stufe höher schießt oder Österreich zu einem großen Turnier auch schießt. Wie ist so der unmittelbare Nachgang? Augen zu und durch, abziehen und die Scheibe zappelt im Netz. Ist das noch erinnerungstechnisch vorhanden oder sind wir da schon in Bereichen, wo alles verschwimmt, weil es auch diese Emotionsextase ist?
Nein, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Natürlich sehr bescheiden ausgedrückt, wenn ich sage, Augen zu und durch. Und ich habe mir dort schon den Goalie angeschaut, ich habe ihn beobachtet und dann haben wir schon kurzfristig entschieden, was ich machen werde. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern und vor allem hat es dort auch eine Videokassette noch gegeben, die ich immer noch zu Hause habe. Und das Tor bzw. dieses Spiel habe ich des Öfteren noch angeschaut, weil es einfach eine spezielle Erinnerung war. Das war mein erstes großes Turnier fürs Nationalteam, für mein Vaterland. Und das werde ich niemals vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein überragendes Turnier und sehr schöne Erinnerung. Ja. Wir befinden uns Ende der 90er, wir befinden uns auch in dem Jahr, wo es für die VEO Feldkirch diesen riesengroßen Erfolg gab, damals mit der European Hockey League. Wir befinden uns aber auch in einer bewegten Zeit, was das österreichische Eishockey anbelangt, was die Ligen anbelangt, was Konstrukte wie die Alpenliga plus die österreichische Meisterschaft anbelangt, was dann später die Interliga anbelangt hat und die österreichische Eishockey-Meisterschaft, was dann auch den Liga-Crash anbelangt hat, der nach der Saison 99-2000 hierzulande passiert ist. Wenn jemand Mitte der 90er ins Koma gefallen ist und jetzt aufwacht und du ihm erzählen müsstest, was da alles los war Ende der 90er, wie würdest du das versuchen zu strukturieren? Wo würdest du da überhaupt anfangen? Ja, zu Beginn meiner Profikarriere hat es keine Ausländerregelung gegeben. Ich habe vorher schon gesprochen über die Feldkirchzeit, wo ich als 17-Jähriger ins Profigeschäft eingestiegen bin. Dort haben wir, ja, ich glaube 15 Ausländer, also wenn man die Austro-Kanadier mit einrechnet, dann haben wir noch arrivierte Spieler gehabt, wo der Platz einfach sehr gering war, Eiszeit zu bekommen. Ein Jahr später hat es dann einen Crash gegeben, wo es für mich, meine Karriere, entscheidend war wahrscheinlich. Ja, also ich bin im ersten Jahr war ich vierte, fünfte Linienspieler, der im Schnitt wahrscheinlich, wenn du den Durchschnitt hernimmst, einen Einsatz pro Spiel gehabt habe. Mehr nicht. Und im nächsten Jahr, im darauffolgenden Jahr, wo ich in der ersten oder in der zweiten Linie habe Powerplay gespielt, Unterzoll, in den entscheidenden Phasen, war ich auf dem Eis. Das war natürlich für die Entwicklung entscheidend. Hat natürlich auch sehr viel mit Glück oder auf der anderen Seite mit Pech zu tun, dass es diesen Crash gegeben hat. Und aus dieser Zeit sind natürlich sehr viele gute junge Spieler rausgekommen. Ja, wenn man hernimmt, wahrscheinlich das Extrembeispiel aus Klagenfurt ist der Thomas Koch, der Daniel Welser, die mit 15, 16 Jahren schon in die erste Mannschaft gekommen sind und nicht nur reinschnuppern durften, sondern das totale Vertrauen von den Coaches, vom Verein gekriegt haben und so große Karrieren eigentlich gemacht haben. Also das war entscheidend, es war schlimm für Österreich, dass es diesen Crash gegeben hat. Auf der anderen Seite war es eine großartige Chance für viele junge Spieler, die wahrscheinlich solche Karrieren nicht gemacht hätten, wenn es diesen Crash nicht gegeben hätte. Jetzt haben wir das Pferd vielleicht nochmal von der anderen Seite auf, beziehungsweise auch ein klein wenig früher und kommen auch zum Übergang tatsächlich ins Profitum. Was hat damals dazu geführt, dass du Lustenau den Rücken gekehrt hast und 20 Kilometer oder 25 Kilometer weiter in Feldkirch auf Puckjagd gegangen bist? War das der nächste logische Schritt? Der Plan war es auf jeden Fall nicht. Ich war in Lustenau, habe ich 2 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt, also mit, sage jetzt mal, 16, 17 Jahren. Im zweiten Jahr war ich dann eigentlich schon der Topscorer von der ersten Mannschaft und war relativ produktiv natürlich in unserem Team und auch in der gesamten Liga. Und dort habe ich gewusst, dass ich den nächsten Schritt brauche. Dann war unser Plan eigentlich, dass ich nach Schweden gehe. Da habe ich mal ein Team gefunden mit meinem damaligen Manager oder was auch immer das war. Am Ende der Geschichte weiß man besser, ob es Agent ist oder nicht. Auf jeden Fall habe ich dieses Angebot gekriegt. Früher war das natürlich mit Telefon, mit Handy, mit E-Mails. Es hat es alles nicht gegeben. Das heißt, ich habe dem Agenten vertrauen müssen. Ich bin auch nach Schweden geflogen im August und bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich dort einen fixen Job habe in der zweiten Liga bei Mora und dass ich dort die Saison absolvieren werde. Ich bin aber dann auch relativ schnell draufgekommen, dass dieser Agent eigentlich da nicht so gute Arbeit geleistet hat und die Schweden haben nur gewusst von 2 Wochen Tryout und mittrainieren und ein bisschen sichten und mehr nicht. Und
nachdem ich eigentlich davor Feldkirch abgesagt habe, der Erstligamannschaft, bin ich dort natürlich unter Zeitdruck gekommen. Ja, es war August. Ich habe dann gleich einmal gemerkt, in Schweden werde ich nicht allzu lang bleiben. Ich habe dort einen Monat mittrainieren dürfen. Es war eine super Erfahrung. Dann bin ich aber trotzdem zurückgeflogen und dann habe ich eigentlich keinen Verein gehabt. Nachdem ich aber in Feldkirch ein paar Leute gekannt haben, haben sie mir das ermöglicht, dass ich mittrainieren durfte. Und witzigerweise, in so einer Karriere hat vieles mit Glück auch zu tun und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und dort war es so, dass ich auf Tryout war in Feldkirch und Feldkirch hat eigentlich schon 5 Linien verpflichtet gehabt. Und dann ist zum ersten Spiel gekommen und ich weiß noch ganz genau, wie wir alle in der Kabine gesessen sind, nachdem es sehr viele Spieler gegeben hat im Kader, hat man natürlich selektieren müssen. Nicht alle haben die Chance gekriegt zu spielen und das war ein Freundschaftsspiel gegen Lustenau. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir als Mannschaft drin gesessen sind beim Frühtraining und der Trainer hat die Ausstellung aufgeschrieben und ich habe gehofft, dass ich oben stehe, damit ich auch zeigen kann, okay, ich bin vielleicht doch ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, ich kann etwas Positives beibringen, beisteuern. Und dann hat er die erste Linie aufgeschrieben, die zweite Linie, die dritte Linie, die vierte Linie, mein Name ist nicht oben gestanden. Und der letzte Name hat er dann aufgeschrieben, Bendtner. Und am Abend habe ich eine Partie gespielt, habe ich 2 Tore geschossen, 1 Assist gemacht. Und am nächsten Tag habe ich einen Vertrag in Feldkirch unterschrieben. Wenn ich dort nicht oben gestanden wäre auf dem Line-Up, dann wären sie wahrscheinlich einfach mit dem normalen Kader gegangen. Deswegen hat, sage ich immer wieder, es hat schon sehr viel auch mit Glück zu tun, weil so habe ich die Chance gekriegt. Ich habe sagen können, in einer super Linie eigentlich, ich glaube, dort war ich sogar mit dem Philipp Lukas und mit dem Bernd Schmiedle in der Linie, dass ich sagen konnte, dass ich was kann, dass ich gut bin und dass ich vielleicht auch wichtig bin für dieses Team, diese VU Feldkirch. Und ja, es ist sehr viel mit Glück zu tun. Wenn ich zurückdenke, die ganze Karriere hätte anders ausschauen können, wenn der Trainer mir dort nicht als Letzten aufs Line-Up gegeben hätte. Beziehungsweise, wenn er am Abend nicht in so einer Linie gespielt hätte mit solchen Mitspielern, die mich extrem unterstützt haben, die mich als junger Spieler mitgezogen haben, die mir Energie gebracht haben. Und ja, wenn ich zurückdenke, es hätte eigentlich alles anders kommen können und ich hätte nie einen Podcast beim Martin Pfanner eigentlich miterleben dürfen. Witzig, wie es tatsächlich auch so kommt, aber spannend, wie es tatsächlich damals ausgesehen hat. Dieses Konstrukt VU Feldkirch, das von großartigsten Spielern, nicht zuletzt auch von Reini Divis, zum European Hockey League Titel und zum Serienmeister geführt worden ist, wo dann viele noch versucht haben, ein Jahr später auch nochmal an diese Glanzzeit anzuknüpfen. Die waren dann in deiner Premierensaison in Österreichs höchster Spielklasse de facto durchwegs weg oder hatten die Karriere dann auch beendet. Das war immer noch eine VU Feldkirch mit vielen Imports, mit auch vielen Ausdruck Kanadien, du hast es schon angesprochen, aber dann trotzdem eine, die ihr Gesicht sehr stark verändert hatte. Du als jemand, der, wie meine Wenigkeit sicher auch, diesen extremen Eishockey-Boom in Vorarlberg miterlebt hat, rund um diesen European Hockey League-Title der VEU und dann auf einmal 2 Jahre später aktiv Teil dieser VEU sein zu dürfen. Wie groß war da die Umwälzung, wie groß war da die Veränderung, die die VU Feldkirch auch kadertechnisch durchgemacht hatte? Ja, es hat eigentlich, das Team hat nichts mehr mit dem vorigen Team der letzten Jahre zum tun gehabt. Es waren nur einige Spieler, die Österreicher, die blieben sind, ob das jetzt ein Lampert war, ein Gerhard Buschnik, ein Bernd Schmiedle, ein Wolfi Strauß, das sind die Spielertypen gewesen, die noch geblieben sind, aber der Rest der Mannschaft war total neu und hat eigentlich mit dem Euroleague-Sieg und mit diesen Teams eigentlich gar nichts mehr zu tun gehabt. Für mich war das trotzdem eine extreme Erfahrung, weil das erste Mal Profi war, ich habe mich wirklich nur aufs Eishockey konzentrieren können. Ich habe die Situation eigentlich auch sehr gut gelöst, weil ich doch sehr wenig Eiszeit gekriegt habe. Das war aber für mich eigentlich gar nicht schlimm. Ich habe einfach jedes einzelne Training war für mich mein Finalspiel. Jedes Training habe mich so vorbereitet, als ob das ein normales Ligaspiel wäre. Und so habe ich, auch wenn ich so gut wie gar nichts gespielt habe, trotzdem extrem weiterentwickelt, weil ich natürlich von Mitspielern sehr viel gelernt habe. Es war ein sehr hohes Niveau. Ich war 17 Jahre.
war noch sehr klein und wahrscheinlich habe ich 72, 73 Kilo gehabt. Die anderen haben 90, 95 Kilo gehabt. Also ich habe mich an dieses Profitum zuerst gewöhnen müssen. Ich war dort in einer glücklichen Phase, dass andere junge Spieler auch nach Feldkirch gekommen sind. Die Lukas-Brüder, ein Heimo Lindner, der Raimund Divis war dort, der Mark Süch. Bedeutet, ich habe mich dort anhängen können und mit denen mittrainieren. Sie haben mir das Profitum eigentlich näher gebracht und es war natürlich ein großer Vorteil. Und ich habe einfach trotzdem, auch wenn es ein ganz schwieriges Jahr war in Feldkirch und die Liga natürlich mit vier österreichischen Mannschaften war natürlich auch nicht ideal. Aber für mich war das der erste Schritt ins Profitum. Ich habe extrem viel gelernt, ob das jetzt von Ausländern war, von Österreichern. Ich bin auch sehr gut aufgenommen worden, muss ich dazu sagen, was auch entscheidend ist. Und ich habe einfach dieses Jahr als Lernjahr hergenommen und bin sehr positiv an die Sache gegangen, obwohl ich gar nichts gespielt habe. Aber das hat mir eigentlich nicht wirklich zurückgeworfen, muss ich dazu sagen, weil ich einfach positiver Typ war zu der Zeit und weil ich ein klares Ziel vor Augen gehabt habe, ich will lange Profi sein und ich will irgendwann einmal nicht in der fünften, vierten Linie spielen, sondern ich will in die erste Linie aufgekommen. Und ein Jahr später mit dem Crash hat es dann auch recht gut geklappt, dass wir nur noch zwei Ausländer gehabt haben. Dann haben wir halt alle Österreicher ganz andere Rollen bekommen. Jetzt haben wir schon über den Liga-Crash gesprochen. Der ist ja nicht von ungefähr gekommen, als es auf einmal nur noch vier Teams gab, die sich es überhaupt leisten konnten, an einer Eishockey-Meisterschaft teilzunehmen. Und die VU Feldkirch hat schon auch Anteil daran gehabt, natürlich mit extrem stark besetzten Mannschaften, die auch entsprechendes Geld gekostet hatten, vorher der Konkurrenz schon enteilt zu sein. Auch Rainer Thiewes hat das angesprochen. Es war dann schon für ihn zumindest spürbar, dass man sich finanziell hin und wieder übernommen hatte. Und jetzt nochmal 1,5 Jahre später, gab es für dich als Jungprofi, der sich wahrscheinlich auch überhaupt erstmal sortieren muss und sich erstmal tatsächlich auch nur auf Eishockey konzentrieren darf, gab es für dich Anzeichen, dass Feldkirch in eine Schieflage geraten ist, organisatorisch, finanziell? Ja, das war sehr, sehr offensichtlich. Auch unterm Jahr hat es ständig eigentlich Spieler geben, die von heute auf morgen verschwunden sind, die den Verein gewechselt haben, weil das Geld nicht bezahlt wurde. Ich glaube, die Mannschaft von Tag 1 im Vergleich zum letzten Tag war wahrscheinlich ein kompletter andere. Ja. Wir haben sehr viele Spieler dazu gekriegt, sehr viele Spieler sind gegangen. Es hat da extreme Geschichten gegeben, wo einfach kein Geld bezahlt wurde und wir haben eine Auswärtsfahrt gehabt nach Ungarn. Wir haben dort zwei Spiele gehabt und nach dem ersten Spiel waren einfach am nächsten Tag beim Frühstück waren, glaube ich, zwei oder drei Ausländer weg. Die waren einfach nicht mehr da. Und irgendwann sind wir drauf gekommen, dass die abgeholt sind. Die sind abgeholt worden. Die sind Voulet von Ungarn nach Deutschland gefahren, haben dort Verträge unterschrieben und haben am nächsten Tag einfach in Deutschland gespielt. Solche Geschichten hat es dort schon sehr viele gegeben, muss ich dazu sagen. Für mich war das alles neu, ich war neugierig, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Geld hat für mich damals sowieso keine Rolle gespielt. Ob jetzt dort 1.000 Euro verdient, 500 Euro, 2.000, das war mir eigentlich ziemlich egal. Dieses Eishockey-Leben hat mich so fasziniert und ich war so happy, dass ich Profi werden durfte, dass ich solche Sachen eigentlich gar nicht so negativ gesehen habe. Für ältere Spieler war das wahrscheinlich schon was anderes, weil da geht es ja auch um Existenzen. Es geht um du kannst deinen Kredit nicht zurückzahlen, du brauchst das Geld für deine Familie, wie auch immer. In der Situation war ich ja nicht. Aber es war sehr offensichtlich, dass es nicht mehr allzu lang geht in Feldkirch. Wir haben das Jahr noch irgendwie überlebt. Eine witzige Geschichte war mit dem war, glaube ich, wahrscheinlich Februar oder März, wo wir alle schon gewusst haben, jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zusperren. Da haben wir eine Mannschaftsbesprechung gehabt und der Michi Rost ist genau gegenüber von mir gesessen. Und in dieser Mannschaftsbesprechung, genau wo der Michi gesessen ist, ist die Bank zusammengebrochen. Einfach, alle Sitze zusammengebrochen, das Holz ist gebrochen. Und da haben wir uns eigentlich alle nur angeschaut und haben gewusst, oh, jetzt ist es soweit, jetzt wird es nicht mehr lang gehen in Feldkirch. Also das hat perfekt eigentlich zu der Situation dazu gepasst. Das war zwar ein ernstes Meeting, aber nachdem das passiert ist, haben wir eigentlich alle nur gelacht und haben gewusst, okay, ja, wir genießen die Zeit da, wir haben auch, obwohl es auch schwierige
Situation für viele Spieler war und für den Verein war, haben wir extrem coole Truppen gehabt, wo alle zusammengehalten haben, wo eigentlich ein totales Umfeld geschaffen wurde, obwohl es sehr, sehr schwierig war und obwohl es ständige Wechsel von Spielern gegeben hat. Trotzdem war das ein extrem schönes Jahr, weil es erstens das erste Jahr war für mich im Profitum und zweitens, weil die Charaktere einfach überragend waren und weil die erfahrenen Spieler jetzt schon extrem auf mich geschaut haben und wahrscheinlich auch deswegen, weil ich sehr ehrgeiziger Typ war, weil ich meine Rolle im Team gefunden habe und weil ich ein angenehmer Mitspieler wahrscheinlich auch war. Und einer, der auch damals in dieser Mannschaft war und den du sehr intensiv und genau kennenlernen durftest, der auch an dieser Stelle noch nicht zu Wort gekommen ist, das ist natürlich der Bruder von Bobby Lucas, das ist Phil Lucas. Den habe ich auch gebeten, zu Markus Peintner, dem Vorarlberger, und auch zu dieser Zeit eine Wortspende abzugeben. Der ist dem natürlich auch nachgekommen. Da hören wir, nachdem das Gespräch langsam aber sicher auf die Zielgerade biegt, auch mal ganz kurz rein, um dann darüber zu diskutieren. Phil Lucas über Markus Peintner. Markus Peintner ist Vorarlberger. Markus Peintner habe ich erst dann wirklich kennengelernt, als ich dann nach Feldkirch gezogen bin, zu VU Feldkirch, und wir zwei sehr junge Spieler waren beide und beide auf derselben Mission waren, weil wir einfach Spieler waren, die sich erst einmal beweisen haben müssen in der Mannschaft und sich einen Platz haben erkämpfen müssen. Und somit waren wir da irgendwo auf derselben Mission. Dem zuvorkommend war es wirklich so, dass wir uns nur aus den Nachwuchsjahren und aus Duellen im Nachwuchs gekannt haben. Ich war damals noch in Wien und er in Lustenau. Und Markus Peintner war für uns immer irgendwie so, ja, für uns Wiener war das der Neiner, die Grätzen, der einfach ständig provoziert hat am Eis und ständig nur umgefahren ist und ein richtiger Shit-Disturber war und alle nur beschimpft hat und bei jedem Wickel einfach mittendrin war. Und er hat es auch endlose Male geschafft, mich aus der Ruhe zu bringen. Und ich glaube, dass das auch eins seiner persönlichen Ziele war, jedes Mal, wo wir gegeneinander gespielt haben. Aber es war das, woran ich mich am meisten erinnern habe können mit ihm. Aber wie gesagt, es war dann ganz witzig, wie ich den Markus dann kennengelernt habe zu unserer Zeit bei der VWU Feldkirch, weil wenn man jemanden am Eis so wahrnimmt und ihn dann kennenlernt, wie ich ihn kennengelernt habe, ja, hätte es konträr einfach nicht sein können. Er war ein irrsinnig braver, wohlerzogener Bursche, der eigentlich ja immer alles richtig gemacht hat, immer sehr gepflegt war. Und da war von einer Grätzen weit und breit nichts zu sehen. War recht spannend, wie wir dann die Möglichkeit hatten, in Feldkirch bei der VU so viel Zeit miteinander zu verbringen. Zum Ausklang dieses ersten Teils des großen Karriererückblicks mit dir, Markus, halten wir fest, wir hatten Krätzen, Rotzpiepen, nochmal Krätzen, wir hatten einen Shit-Disturber und dann aber wahrscheinlich die schönste und auch akkurateste Minute jetzt aus dem Mund von Phil Lucas, wo er über all diese auch menschlichen Attribute parliert. Und es kommt dir nicht von ungefähr, dass die Good Guys des österreichischen Eishockeys, so würde ich die jetzt einfach mal subsumieren und wahrscheinlich lasse ich da jetzt auch ein paar aus, aber ein Rainer Thiewies, ein Phil Lucas, ein Robert Lucas, deine Wenigkeit, irgendwie alle immer noch miteinander verbandelt sind und alle immer noch so gut miteinander können und dass da auch teilweise sehr, sehr enge Freundschaften noch weiterhin bestehen. Wie entwickelt sich sowas? Gab es so einen spezifischen Moment, wo es bei dir und den Lucas-Brüdern irgendwie Klick gemacht hat und man in einem oder mehreren Themenbereichen rausgefunden hat, hoppla, wir sind da sehr ähnlich und auf ähnlichen Wellenlängen? Oder ist es einfach ein Prozess? Passiert das einfach? Bei mir hat es wahrscheinlich als erster Klick gemacht, weil ich die Lucas-Brüder als Vorbilder gesehen habe. Sie waren natürlich auch eishockey-technisch viel weiter wie ich. Ja, sie waren beziehungsweise 2 Jahre älter. Und nachdem das eigentlich meine Vorbilder war, habe ich natürlich den Kontakt gesucht. Ja, ich wollte von den Besten lernen. Ich wollte nicht nur wissen, wie sie auf dem Eis ticken, sondern auch auf die Eis.
wie sie sich vorbereiten, wann sie schlafen gehen, was sie essen. Ich war jetzt sehr neugierig und auch sehr ehrgeizig, würde ich sagen. Und mit den Lukas-Brüdern, es hat da noch ein großes Haus, bisschen ein Gebäude gegeben in Feldkirch, wo 6 oder 7 Spieler gewohnt haben. Und ich habe damals noch bei meinen Eltern in Lustenau gelebt. Und ich wollte dann irgendwo noch mal nicht mehr hin und her fahren, sondern der Phil hat mir noch irgendwo noch mal angeboten, ja, ob ich nicht bei ihm übernachten will, einmal, zweimal. Und dann schlussendlich habe ich, glaube ich, das 80% der Saison in Feldkirch übernachtet. Und wir haben dort natürlich sehr viele schöne Momente erlebt, sehr viele lustige, sehr viele späte Momente tief in der Nacht. Also da haben wir sehr viel erlebt und ich habe den Phil und den Robert näher kennenlernen können. Und ja, so, wie soll ich sagen, auch bis zu einem gewissen Grad nachahmen und imitieren, was sie gemacht haben, wie sie gelebt haben, weil sie einfach schon länger im Profibusiness schon waren, weil sie ganz klar zu dem Zeitpunkt bessere Eisgespieler waren und körperlich stärker waren, weil sie sich besser vorbereitet haben. Und von dem her war das einfach eine schöne Zeit, sehr eine wichtige Zeit, damit ich eine große Karriere oder eine lange Karriere erleben darf. Was ist damals in Feldkirch öfter passiert? Du und ein Kinogang gemeinsam mit Robert Lukas oder du und um die Häuser ziehen gemeinsam mit Phil Lukas? Man muss dazu, also ich war immer mit dem Phil unterwegs. Kino bin ich mit dem Bob nie gegangen. Beim Bob ist vor allem ums Eis gegangen. Dort habe ich viel von ihm gelernt und sehr viel Zeit investiert, dass ich mit ihm in den Kraftraum gehe, dass ich laufen gehe, dass wir an freien Tagen trotzdem nochmal ins Fitnessstudio gehen. Ich habe persönlich, ich war 17 oder 18 Jahre, ich habe zu dem Zeitpunkt keinen Alkohol getrunken. Das heißt, ich war immer unterwegs. Ich war auch bis spät in die Nacht unterwegs, aber ich war immer der Autofahrer. Ich war immer der die Jungs heimgebracht hat, gesund heimgebracht hat. Von dem her, unterwegs war ich auch immer mit den allen Profis unterwegs. Nach jedem Spiel haben wir eigentlich sicher Gruppen von 10, 12 Leuten gehabt, die noch in irgendein Lokal gegangen sind, beziehungsweise essen gegangen sind. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht getrunken und aber dabei war ich. Hast du schon wunderbar anekdotisiert, was es für Omen gegeben hat, dass es in Feldkirch nicht unbedingt weitergeht und die Liga und auch der Verband mussten sich im Frühjahr 2000 beziehungsweise auch im Sommer überlegen, wie es mit Eishockey überhaupt weitergeht. Auch bei dir war ja logischerweise, nachdem der Verein gerade erst Konkurs gegangen ist oder Konkurs angemeldet hat, nicht klar, wo es weitergeht. Gab es trotzdem einen Punkt, wo dir klar war, die nahe und vielleicht mittelbare Zukunft wird nicht unbedingt eishockeytechnisch in Vorarlberg stattfinden? Na, diesen Gedanken hat es dort eigentlich noch gar nicht gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist recht früh zustande gekommen, dass das Linz Interesse gezeigt hat, dass sie von der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen wollen und dass sie eine sehr enge Zusammenarbeit mit allen Feldkirchenspielern haben will. Wir haben dort, glaube ich, 12 oder 13 Spieler, die von Feldkirch dann auch nach Linz gegangen sind. Wir haben einfach einen Tausch gemacht. Die Mannschaft hat nicht mehr Feldkirchkassen, sondern jetzt Blackwings Linz. Und das ist dort eigentlich sehr rasch gegangen. Wir sind direkt nach der Saison mit dem Lambert Mihi, mit, ich glaube, 2 oder 3 anderen Spielern sind nach Linz gefahren, haben wir uns die Location angeschaut, die Wohnungen angeschaut. Der Präsident, der damalige Herr Steinmeier, hat uns seine Vision erklärt, was er da aufbauen will in Linz. Und deswegen war dort sehr schnell klar, dass ich nach Linz gehe. Damals, das ist eigentlich auch eine witzige Anekdote, meine Mama war 4 oder 5 Jahre lang mein Manager. Die hat alle Gespräche geführt mit den Teams, alle Verhandlungen. Und im Nachhinein, wo ich noch von Linz noch irgendwann mal weggewechselt bin, war recht witzig, weil der Herr Präsident, der Herr Steinmeier, hat mir schon gesagt, in Verhandlungen, das macht er in seinem Business, das kann er, das ist eine einfache Geschichte, da kann er auch hart sein und da kann er seine Ziele durchsetzen. Mit Abstand, das Schlimmste war meine Mama. Das war wirklich so extrem schlimm, weil meistens sitzt ja ein Agent gegenüber
der will einfach so viel Geld wie möglich rausholen. Und auf der anderen Seite ist der Steinmeier, der den Spieler so billig wie möglich kriegen will. Und das sind einfach professionelle Verhandlungen, wo es manchmal auch härter wird, wo gestritten wird. Es ist extrem schwierig, wenn eine Mama von einem Spieler gegenüber sitzt. Und meine Mama ist dort eigener Typ, sehr positiv. Und das muss ich auch sagen, das Positive, das kommt wahrscheinlich nicht von irgendwo, sondern das habe ich schon von meiner Mama. Und die eine Geschichte, die mir der Präsident später noch erzählt hat, war einfach, das hat er gesagt, ja, dem Herrn Beintner können wir das und das zahlen. Und meine Mama ist nur daneben gesessen, hat gelacht, hat gesagt, nee, das ist mir viel zu wenig. Nee, der Markus muss viel mehr verdienen. Und das war halt extrem witzig, weil sie wirklich auch vorarlbergerisch das gemacht hat. Er hat es erst nicht ganz verstanden, aber die Mama hat gesagt, nee, das ist zu wenig. Und er hat überhaupt nicht gewusst, wie er mit der Situation umgehen soll, weil er das einfach nicht gekannt hat. Und ja, es war schön für unsere Familie, dass die Mama mich dort begleitet hat, dass sie so nahe am Geschehen war. Für mich war bis ja spät in meiner Karriere, das Geld war mir wirklich nicht wichtig. Da war ich froh, dass ich einen Agent gehabt habe, beziehungsweise meine Mama, weil ich wollte mit dem überhaupt nichts zu tun haben. Ich war einfach nur froh, wenn ich in der Kabine gesessen bin, wenn ich mich angezogen habe und wenn ich aufs Eis durfte. Ich war dort noch sehr kindlich, was sehr schön war, auch als Profi noch, aber ich habe das sehr einfach gehalten und ich war froh, dass der finanzielle Teil von meiner Mama beziehungsweise später von meinen Agenten übernommen wurde. Sollte deine Mama vielleicht nochmal ein Comeback im Agentinnen-Business versuchen zu feiern und heutzutage soll und will man ja nichts diesbezüglich auch ausschließen. Was wäre Verhandlungstaktik, um deiner Mama beizukommen? Einfach zu sagen, okay, schreib uns die Zahl auf den Vertrag drauf und wir machen's. Oder gibt's andere Taktiken, die man anwenden könnte? Schwer zu sagen, aber ich glaube, wenn meine Mama was im Kopf hat, dann setzt sie es durch. Und vor allem, wenn es um ihren Sohn geht, dann kann sie sehr lästig und sehr ehrgeizig und auch hart sein. Also von dem her, wenn man verhandeln will, vielleicht nicht unbedingt mit meiner Mama. Ich habe es persönlich auch versucht und ich habe verloren. Mehr mag ich nicht dazu sagen. Und dabei belassen wir es auch. Und wir sind auch fast am Ende angelangt der Folge 1. Markus Peintner, der Vorarlberger, möchte da schon auch noch ein klein wenig die Unibet-Statistik zitieren. Du bist Stand jetzt immer noch der Vorarlberger Eishockey-Profi mit den zweitmeisten absolvierten Bundesliga- bzw. Erstligaspielen mit 718 an der Zahl. Nur Martin Grabermeier hat mit 854 mehr auf dem Buckel. Du bist aber auch der Vorarlberger Eishockey-Profi mit Abstand meisten Toren eines Vorarlberger Cracks in der heimischen Liga. 185 an der Zahl. Manuel Ganal ist da mit 142 dann doch noch ein Stück weit entfernt. Und auch wenn man es vom Dialekt her nicht mehr wirklich zu hören glaubt, und gut, das kriege ich auch hin und wieder zu hören, was du bist an Vorarlberger. Wie viel Vorarlberger steckt denn noch in Markus Peintner? Schwer zum sagen. Ich glaube, das müssen fast andere bewerten. Was ich sicher noch in mir drin habe, ist Schaffer, Hüslebauer. Also wenn es um Geld geht, dann, ich würde nicht sagen knausrig, aber da bin ich schon so, dass ich sehr auf meine Finanzen schaue, dass ich auch während meiner Profikarriere sehr früh angefangen habe, Geld zu investieren beziehungsweise auf die Seiten zu legen. Habe ich auch von meiner Mama gelernt. Das weiß ich noch ganz genau, wo ich meinen ersten Paycheck gekriegt habe bei Lustenau. Das waren 3.000 Schilling, weiß ich noch ganz genau, habe ich gekriegt im Monat. Und ja, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich mit Geld sehr wenig zu tun gehabt. Ich habe gedacht, ich bin reich mit 3.000 Schilling. Ich habe gedacht, okay, wenn das so weitergeht und wenn ich Profi werde, vielleicht geht's noch auf bis auf 5.000 Schilling im Monat, dann bin ich safe. Dann kann ich mal mein Haus bauen, ich kann eine Familie aufbauen. Ich habe dort auf der anderen Seite wenig Bezug oder Interesse an Geld gehabt. Auf der anderen Seite habe ich früh gewusst, dass ich Geld auf die Seiten legen muss. Und ich habe dort auch mit diesen 3.000 Schilling, habe ich sofort 1.500 Schilling auf die Seiten gelegt jeden Monat. Und das war doch mit 15 Jahren, also es war sehr früh.
und habe versucht, das so gut wie möglich zu investieren beziehungsweise zu sparen. Und das sind schon Sachen, die ich vom Vorarlberger gelernt habe und das ich sicherlich noch in mir habe. Meine Freundin hat meistens nicht so erfreut, wenn ich so sparefroh bin, weil haben wir manchmal hitzige Diskussionen. Die Diskussionen gewinnt meistens sie, muss ich auch dazu sagen. Also, wenn es um Verhandlungen wie geht, wie es sich gehört, wäre wahrscheinlich gescheiter, wenn ich meine Mama mit meiner Freundin verhandeln lassen wollte. Also das wäre vielleicht einfacher und besser für mich. Aber das scharfer Hüslebauer habe ich schon noch in mir. Und hier war nicht nur das, sondern auch ich witzigerweise immer so ein bisschen eine gewisse Angst gehabt, dass ich irgendwann einmal kein Geld habe, irgendwann einmal keinen Job habe, irgendwann einmal Geld brauche. Und das hat mir auf der anderen Seite auch sehr geholfen, genug zu sparen und nicht nur an meine eisige Karriere zu denken, sondern auch an das Leben danach. Und von dem her war das für mich schon sehr wichtig, was ich von der Vorarlberger Mentalität mitgenommen habe. Und ich glaube, es kann kein besseres Schlusswort geben für Teil 1 von 6. Heute am ersten Weihnachtsfeiertag erscheinen die ersten beiden. Gleich für die nächste Folge im Podcast Catcher bzw. Feed des Vertrauens runterscrollen und sich die nächste Stunde bzw. die nächsten 1,5 Stunden Markus Peintner zu Gemüte führen. 90 Minuten an der Zahl sind es bei Teil 1 geworden. Allen Hörerinnen und Hörern von Unibet Hockey O'Clock an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest, das hoffentlich noch lange andauert im Kreise der Lieben. Bei dir, Markus, möchte ich mal bedanken, dass du erstmalig und sicher nicht letztmalig so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Dankeschön, Martin, und es war mir eine Ehre. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey O'Clock.